Es wird heute drei Vorträge geben. Einen von Astrid Mager zu Suchmaschinen in Europa, europäische Suchmaschinen. Maximilian Schubert von der ISPA Netzsperren in Österreich und Wolfi Christel, Big Data Business, Profiling und Privacy. Für alle, die noch nicht im MetaLab waren, da drüben WCs, da hinten kann man sich Getränke holen. Es wird nachher auch Führungen geben. Wenn ihr euch Getränke holt, bitte einfach das Geld einwerfen. Wir haben eine Policy, es werden keine Leute hier gefilmt, die das nicht wollen. Ich stehe hier vorne, ich möchte gefilmt werden. Alle, die nicht gefilmt werden wollen, ich habe hier eine gelbe Linie eingebracht. Alles, was dahinter ist, wird gefilmt. Alles, was davor ist, wird hoffentlich nicht gefilmt. Das heißt, bitte keine Fotos machen, unabgesprochen von Leuten. Ja, bitte schaltet eure Handys alle auf lautlos. Wer uns auf Twitter folgt, es gibt einen Account, der heißt @netzpat. Netzpat, das ist auch der passende Hashtag dazu. Und nach den drei Vorträgen wird es kurz einen Nachruf geben. Und im Anschluss gibt es Lightning Talks. Wenn ihr einen Lightning Talk halten wollt, das sind im Normalfall Ankündigungen zu Events oder kurze Vorstellungen, 5 Minuten, tragt euch bitte hier auf dem Whiteboard ein. Ja, wie gesagt, das MetaLab, Verein zur Förderung und der Erforschung und Bildung sozialer und technischer Innovationen. 2006 gegründet, ist ein gemeinschaftlich betriebener Freiraum für Interessierte an Wirtschaft, Technologie und digitaler Kunst. Wir haben hier 220 Quadratmeter Nutzfläche und wir finanzieren uns durch Mitgliedsbeiträge von unseren ca. 150 Mitgliedern und durch Getränkeeinnahmen. Daher, bitte zahlt eure Getränke. Ihr dürft auch jederzeit, hier ist ein Safe, wenn ihr da random Geld einwerfen wollt, macht das. Ja, wir haben hinten ein großes Labor mit Lasercutter und T-Shirt-Presse und allem möglichen Zeug, was einem Freude bereitet, wenn man basteln möchte. Und es finden regelmäßig hier Veranstaltungen statt, wie zum Beispiel der Netzpolitische Abend oder auch die Freifunktreffen oder das Lockpicking-Treffen. Schaut einfach auf www.metalab.at auf unseren Kalender, wann ein Event stattfindet. Die sind alle offen, sie kosten alle nichts. Ihr könnt einfach vorbeischauen. Ah, zu mir. Mein Name ist Andreas Zack, auf Twitter @sonstwer. Ich bin Aktivist und Campaigner bei Epicenter Works. Das ist eine NGO, die sich für den Erhalt unserer Grundrechte im digitalen Zeitalter einsetzt. Vormals Arbeitskreis Vorratsdaten Österreich. Nach der Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung und der grandiosen Aufhebung der EU-Richtlinie, die wurde rückwirkend für unwirksam erklärt, haben wir uns gedacht, wir brauchen einen Namen, der ein bisschen mehr ausdrückt, was wir jetzt tun. Und ja, letztes Jahr Kampagne gegen Staatsschutzgesetz gemacht. Das ist dann leider eingeführt worden. Deswegen haben wir unseren Anwalt und unsere Rechtsexpertinnen eine Beschwerde schreiben lassen, die jetzt ausgearbeitet worden ist und die beim VfGH anhängig ist. Dann gab es eine Kampagne Save the Internet EU, Kampagne für Netzneutralität in Europa, haben wir auch gewonnen. Neu ist jetzt Überwachungspaket.at, das ist eben unser Kampf gegen die Überwachungsfantasien des Herrn Wolfgang Sobotka. Ja, gehen wir weiter zum ersten Vortrag.